Ich halte es für das sinnvollste System, den Staat runterzufahren, alle Steuern abzuschaffen, abgesehen von der Mehrwertsteuer, und die Mehrwertsteuer nur auf Güter der Nicht-Grundbedürfnisse zu legen. Das als kurz gefasste Minimalstaat-These, die ich heute vertreten werde. Okay, also deine These ist, dass die Mehrwertsteuer quasi die einzige Steuer noch sein soll. Man wird nicht entgegensetzen, die Steuern auf hohe Einkommen bzw. die Steuern auf Vermögen, die sollten deutlich angehoben werden. Die Mehrwertsteuer sollte meiner Meinung nach komplett gestrichen werden. Ja, das habe ich gesehen, deshalb habe ich mich für diese Variante entschieden. Denn bei der Mehrwertsteuer, da hast du das Problem, du besteuerst die Leute, die eine hohe Konsumquote haben, besonders stark, und das sind vor allem die Armen. Die Reichen, die haben eine deutlich höhere Sparquote, das heißt, die zahlen wesentlich weniger Mehrwertsteuer. Du kannst das dadurch abmildern, dass du jetzt Güter des Nicht-Grundbedarfs ausnimmst, aber bei denen hättest du dann, was ist Grundbedarf, könntest du jetzt fragen, ist Kleidung Grundbedarf? Essen, Trinken, Wohnen, meine ich, fällt in den Grundbedarf, Kleidung würde ich eher nicht mit reinnehmen. Ich habe mir die These jetzt aus dem Ellbogen geschüttelt, aber jetzt sage ich mal nein, Kleidung nehme ich nicht mit rein. Essen, Trinken, Wohnen. Ja, deswegen, dann hättest du bei den Gütern, die nicht Grundbedarf sind, die aber de facto auch jeder hat oder zumindest haben möchte, dann hättest du da so hohe Steuersätze, dass sich die kaum einer leisten könnte. 19%. Ja, aber mit so einem Steuersatz kannst du ja nicht, da hättest du ja bei unseren derzeitigen Staatsausgaben ein riesiges Staatsdefizit. Ja, aber diese Staatsausgaben würde ich ja nicht beibehalten, die sind ja vollkommen irrsinnig, da sind wir uns einig, oder? Nee. Also, in meinem Rüstungssektor, da würde ich dir zustimmen, die könnte man deutlich senken, aber in vielen anderen Bereichen, da sollte man die Staatsausgaben sogar eher steigern. Beispielsweise bei den Investitionen in die Deutsche Bahn, bei den Investitionen in unser Straßennetz, bei den Investitionen ins Bildungssystem, da muss man deutlich mehr Geld ausgeben. Also, die Bahn halte ich für nicht reformierbar, die würde ich tatsächlich mal privatisieren, dann würde sie den Weg gehen, den alle Technologien aus dem großen Zeitalter der Goldsucher gegangen sind, und zwar endlich aussterben, vielleicht noch als... Wieso endlich aussterben? Wie würdest du da Mobilität in Deutschland organisieren? Autos. Und das Straßennetz, das würdest du trotzdem staatlich belassen dann? Das Straßennetz würde ich auch verstaatlichen, ja. Ja, das ist ja gerade staatlich. Privatisieren, Entschuldigung, privatisieren. Das heißt, ich muss dafür jede einzelne Straße Maut fahren, Mautzahlen. Oh, da gibt es unglaubliche Systeme bereits in den USA. Da gibt es sogar Systeme, wo du auf die Straße fährst und das Ganze über Werbung vergütest. Du könntest für diverse Straßen sowas wie eine Prepaid-Karte kaufen. Du könntest das auf ganz, ganz verschiedene, also da gibt es ganz moderne Arten, das zu bezahlen oder eben über Werbung zu vergüten. Es muss nicht immer bezahlt werden, aber theoretisch ging es auch übers Bezahlen, da hätte ich gar kein Problem mit. Ich halte es nämlich für durchaus sinnvoll, wenn man die Straßen bezahlt, auf denen man fährt, und wenn man Straßen zum Beispiel nicht nutzt, was denn wieder der Vorteil der Stadt wäre, wenn ich nahe bei meinem Arbeitgeber wohne, warum soll ich denn Straßen zahlen, die ich nicht nutze? Das halte ich für unfair und für wahnsinnig eigentlich auch. Und deshalb, ja, der sie nutzt, soll sie zahlen und nicht die anderen. Das heißt, wenn ich mein Grundstück von meinem Grundstück mit meinem Auto runterfahre, soll ich gleich schon eine Gebühr zahlen? Ich würde davon ausgehen, dass wenn du ein Haus baust oder ein Haus gebaut wird, und dann bist du ja da, wo du es auch am Stromnetz anschließt. Das heißt, da wird dann auch der Bauherr wird da eine Infrastruktur schaffen, damit du eben eine Straßenanbindung an dein Haus hast. Alles andere würde keinen Sinn machen, außer du willst was Exotisches, das ein bisschen weiter weg ist. Dann müsstest du halt einen Geländewagen fahren. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass wir Häuser da bauen, wo wir eine Straßenanbindung gewährleisten können, ja. Und ich denke, dass eine Siedlung das dann vergemeinschaftlich machen würde. Also, was weiß ich, da sind 12 Leute, die bauen jetzt auf diesem Bereich X ihre Häuser. Dann würde man sagen, wir brauchen Straßenstrecke, das und das. So viel wird es kosten, das stemmen wir gemeinsam. Ja, so würde ich es handhaben. Nee, du hast ja in Deutschland viele Dörfer, da hast du dann 5 bis 10 Kilometer bis zur nächsten Stadt. Und diese 5 bis 10 Kilometer, da müsstest du dann sofort Gebühr für zahlen, dass du dann in die nächste Stadt willst allein. Naja, die Dörfer sind an die Straße angebunden, aber auch da müsste es keine Straßen in der Form geben. Wie gesagt, also das ging ja auch über lockere Pisten, aber auch diese Straßen würden sich bezahlen, weil die Stadt ja einen Profit davon hat, wenn die Dörfer dort einfallen, sag ich mal, und handeln, also Geschäfte
besuchen, einkaufen und eben diese Geschäfte haben ein wirtschaftliches Interesse daran, dass die Dörfer eine Anbindung an ihr marktwirtschaftliches System haben und deshalb würden sie diese Anbindung gewährleisten. Das ist genauso wie ein Flughafen. Ein Flughafen wird auch immer eine Straße zum Flughafen bauen, weil ein Flughafen, wo du nicht hinkommst, macht für den Betreiber keinen Sinn. Dafür hast du ja den ideellen Gesamtkapitalisten, den Staat, der im Sinne dieses Systems handelt, der dafür sorgt, dass jeder an ein Straßennetz angeschlossen ist beispielsweise. Der Staat ist allerdings ein Monopolist und der Monopolist erzeugt immer das schlechteste Ergebnis zum höchsten Preis, was wiederum zu den hohen Steuern führt, die wir aktuell haben. Und der einzige Weg, dem entgegenzuwirken, wäre ein Markt. Nein, du hast manche Märkte wie das Straßennetz, wo du automatisch ein Monopol hast. Wenn ich von meinem Dorf zur nächsten Stadt will, dann wäre es ineffizient, mehrere Straßen dahin zu bauen, dann ist es effizient, eine Straße zu bauen. Und jetzt ist die Frage, gehört diese Straße einem privaten Anbieter, wie du vorschlägst, oder gehört die dem Staat, wo ein gewisser Interessensausgleich zwischen verschiedenen Individuen möglich ist? Oder gehört die einem Anbieter, der sein eigenes Interesse absolut setzt? Naja, der Staat ist der eine Anbieter, der sein eigenes Interesse absolut setzt. Und eine private Straßenanbindung lohnt sich natürlich. Es wäre erstmal nur eine. Wenn die Preise aber zu hoch werden, dann würde man über einen Umweg fahren. Es gibt immer einen zweiten Weg irgendwo hin. Der ist dann wahrscheinlich weiter. Und der Anbieter der Straße kann die Straße nur so teuer zu befahren machen, dass sie günstiger ist als der leichte Umweg, den man fährt. Und so teuer wäre es nicht, weil wir ja keine Steuer auf Mineralöl haben. Wir haben keine CO2-Abgaben. Doch, du hast eine Mehrwertsteuer auf alles vorgeschlagen, außer auf Grundbedarf, also auch auf Mineralöl. Und die wäre extrem hoch, weil man die Staatsausgaben irgendwie 19%. Damit alleine refinanzieren müsste. Wir arbeiten mit 19%, weil meine Staatsaufgaben sind ja nicht so hoch, schon aufgrund der Tatsache, dass ich keine Straßen baue und die Bahn nicht bezahle. Ja, ich streiche sehr, sehr vieles. Bei mir gibt es auch höchstens 4 Ministerien. Ja, du musst auch die Sozialversicherung beispielsweise bezahlen. Nee, die gibt's nicht. Kein Rentensystem, kein staatliches. Kein staatliches Rentensystem, das ist ja ohnehin gescheitert. Wenn ich alt bin, dann gehe ich in Altersarmut. Nee, das ist nicht gescheitert. Das wurde bewusst kaputt gemacht. Wenn du alt bist, gehst du in Altersarmut, wenn du nicht vorgesorgt hast. Oder du arbeitest weiter. So wie es jetzt übrigens der Vorschlag vom Staat ist. Ich habe letztens Harald Lesch bis 85 bei einer Lebenserwartung von 83. Frauen, Männer haben, glaube ich, eine Lebenserwartung von 78. Das heißt, die sollen bis 7 Jahre nach ihrem Tod arbeiten. Was de facto irre. Was? Das ist komplett irre. Das Rentenalter muss wieder auf 65 runter und wir müssen diese ganzen Sondervorschläge, Aktienrente, Riester-Rente, der ganze Quatsch, den man da gemacht hat, der muss abgeschafft werden. Und dann brauchen wir ein vernünftiges staatliches Rentensystem, in das auch Kapitalerträge eingezogen werden, in das auch die Beitragsbemessungsgrenze abgeschafft wird, also dass Reiche da mehr beitragen. Und da kann man sich auch deutlich höhere Rente leisten. Aber die Sache ist ja die, du sprichst ja von einer staatlichen Welt, die es so gar nicht gibt. Das staatliche Rentensystem, Status quo, ist gescheitert, funktioniert nicht. Das umlagefinanzierte System halte ich ohnehin für irrsinnig. Es gibt kein anderes. Also wer soll sonst? Ja, aber du konsumierst doch dann nicht deine eigenen, also du stellst doch dann nicht die Produkte für dich selber her, sondern die Produkte werden von der aktuell arbeitenden Bevölkerung hergestellt. Das heißt, das, was du sparst, das gibst du dann immer noch in der Zukunft Produkte aus, die aktuell hergestellt werden. Jede arbeitende Bevölkerung versorgt ihre Rentner. Und zwar völlig egal, ob da irgendwer monetär irgendwelche Werte gespart wurden oder nicht. Nicht jedes Land hat eine staatliche Rentenversicherung. Ja, aber trotzdem, dieser Zusammenhang, die arbeitende Bevölkerung versorgt die Rentner, der ist immer gegeben. Egal, ob du ein privates oder ein staatliches. Achso, du meinst jetzt mit Güter und Lebensmitteln. Ja, das ist klar. Aber ja, im Tauschhandel gegen Geld wäre, gegen Geldwerte. Und wenn ich jetzt meine wertgedeckte Währung, Gold, Bitcoin, also freier Währungsmarkt, wäre mein Optimal. Das ist natürlich auch umsetzbar, wenn du nur die Mehrwertsteuer hast, weil es dann ja beim Kauf verrichtet wird. Und diese Güter kannst du dann ja kaufen von dem Geld, was du mit den Gütern verdient hast, die du hergestellt hast, als du noch in Lohn und Brot warst. Daher sehe ich keinen Grund, die Rente staatlich zu halten. Nein, aber dadurch schaffst du ja nicht mehr Güter, dass du sparst. Also damit, dass du in der Vergangenheit gespart hast, schaffst du heute nicht mehr Güter. Sondern ganz im Gegenteil, du schadest der Wirtschaft, wenn mehr gespart wird. Wenn du Geld zur Seite legst, wenn du sparst, sorgst du dafür, dass aktuell weniger konsumiert wird, dass die Unternehmen weniger produzieren. Das heißt, du verringerst den Wert des Gesamtersparten. Das ist das Sparparadoxon, was von Keynes beispielsweise beschrieben wurde. Nicht in einem wertgedeckten System, weil dann, wenn ich... Doch, das wenn geht es universell. Ein, wenn es das eine, geht auch nein. In einem wertgedeckten System. Doch, 100. Wenn es eine Menge X Gold gibt und ich ziehe Summe Y der Summe X, ich entziehe es dem Markt, dann ist das, was übrig ist,
zweifelsohne und unbestreitbar mehr wert. Das ist ja, nein. Kunstwerke wie die Mona Lisa sind genauso viel wert, wie sie wert sind, weil sie einmalig sind. Wenn du jetzt in ein Paralleluniversum reist oder in 8 Stück und du holst dir 8 Mona Lisas in diese Welt, dann sinkt der Wert der Mona Lisa. Und wenn du die 8 wieder wegbringst, dann ist der Wert der Mona Lisa wieder gesteigert, weil es eben nicht inflationär ist. Ja, du lebst aber nicht von Gold oder von Geld, du lebst von realen Gütern. Und dadurch, dass du sparst, entziehst du der Wirtschaft Nachfrage. Dadurch, dass du der Wirtschaft Nachfrage entziehst, produzieren die Unternehmen weniger. Das heißt, die Unternehmen verkaufen auch weniger. Das heißt, der Wert der Unternehmen sinkt. Das heißt, der Wert deines Ersparten, der ja im realen Kapital der Wirtschaft angelegt ist, der sinkt. Das heißt, obwohl du mehr sparst, sinkt der Wert des Ersparten. Das ist das Sparparadoxon. Und das gilt auch in anderen Währungssystemen, wo du kein Fiat-Geld hast. Das halte ich für ein Gerücht. Ich werde mir das Sparparadoxon aber nochmal durchlesen und es dann einmal bearbeiten. Erscheint mir aber, es gibt da für mich keinen logischen Zusammenhang. Die Logik ist, wenn ich etwas dem Markt entziehe, also wenn etwas nicht auf dem Markt stattfindet, ist das, was auf dem Markt ist, hat einen höheren Wert. Das ist immer so. Bei allen Gütern ist das tatsächlich so. Und bei Tauschmitteln kann ich mir nicht vorstellen, warum es anders sein sollte, aber da kommen wir, bei dem Punkt kommen wir nicht zu einem Ergebnis. Doch, ich kann dir sagen, wo dein Denkfehler ist. Du gehst davon aus, dass das Angebot an Gütern fix ist. Das Angebot an Gütern ist aber nicht fix. Du verringerst das Angebot dadurch, dass du mehr sparst, jedenfalls in unserem System. Das Angebot richtet sich der Nachfrage. Ja, und wenn die Nachfrage verringerst, verringert sich das Angebot. Ja, aber ich brauche ja nur das Angebot, was nachgefragt wird. Wieso sollte ich denn ein auf Zwang ein höheres Angebot erzeugen? Wofür soll das gut sein? Weil die Wirtschaft dann langsamer wächst und der Wert deines Ersparten dadurch auch sinkt. Der Wert der Unternehmensanteile, der richtet sich danach, wie viel die Unternehmen verkaufen, wie viel sie produzieren. Ja, aber das spielt für mich als Einzelperson doch überhaupt keine Rolle. Nein, überhaupt nicht. Der Punkt ist, das, was produziert wird, also ein Markt produziert das, was nachgefragt wird. Wenn ich etwas produziere, das viel nachgefragt wird, produziere ich mehr. Wenn die Nachfrage sinkt, muss ich weniger produzieren. Und wenn es ein Produkt gibt, das besser ist, dann kann es sein, dass ich ganz vom Markt verdrängt werde. Das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Ich weiß nicht, wo du da dieses Paradoxon siehst. Und dieser Wachstums. Produziert. Das ist der ja, Punkt, das ist kein Problem. Produziert. Es ist überhaupt kein Problem, dass wir. Dann hast du in deiner Rente nämlich weniger. Wenn die Wirtschaft langsamer wächst, wenn der Kapitalbestand langsamer wächst, dann hast du später, wenn du mal in Rente bist, weniger Kapital pro Kopf. Das heißt, dann ist die Wirtschaftsleistung kleiner, als wie wenn sie es mit einem unlagefinanzierten System wäre, wo der Staat für deine Rente aufkommt. Du meinst, weil weniger Güter da sind, steigt der Wert der Güter aufgrund der geringeren Produktion. Das galt aber ja nur für nicht essentielle Dinge, aber Güter des Grundbedarfs werden je nach Grundbedarf natürlich, wenn jetzt die Menschheit um die Hälfte reduziert wird, dann stellen wir weniger Lebensmittel her, aber das senkt ja auch die Nachfrage. Es ändert nichts. Wenn das Angebot die Nachfrage bestimmt, wird der Preis stabil bleiben. Der Kapitalbestand pro Kopf, der sinkt. Das heißt, du hast eine unproduktivere Wirtschaft dadurch, dass du jetzt mehr sparst. Du hast eine Wirtschaft, die langfristig langsamer wächst. Es geht nicht, du hast das Zwangswirtschaftswachstum nur in einem MMT-Modell. Nein, du hast das Wirtschaftswachstum im Kapitalismus. Du hast dann ein Wirtschaftswachstum, aber es muss nicht zwangsläufig wachsen. Die Entwicklung. Doch, unser System muss wachsen. Aber kein Nicht-MMT-System. Ein System, das rein auf Angebot und Nachfrage basiert, ohne Eingriffe in den Staat, von dem Staat ins Geldsystem, ist das Wirtschaftswachstum genau daran gekoppelt, wie viel Nachfrage ist. Die Nachfrage sinkt und steigt mit der Bevölkerung. Das ist genau das, was passiert, wenn du kein MMT-Modell hast. Na, erstmal, du brauchst aus zwei Gründen Wirtschaftswachstum. Erstmal, wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann hast du Verteilungskonflikte. Also jeder in der Bevölkerung will dann seinen Anteil steigern bei einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, du hast automatisch sich verschärfende Verteilungskonflikte, wenn das Bruttoinlandsprodukt sinkt. Und zweitens befindest du dich in unserem System in einer kapitalistischen Staatenkonkurrenz. Das heißt, wenn du langsamer wächst, dann wirst du von anderen Staaten überflügelt, dann können diese anderen Staaten dir eventuell etwas aufzwingen. Wir sehen das ja gerade, die Wirtschaft in China ist die letzten Jahrzehnte extrem stark gewachsen. Deswegen macht China jetzt den USA Konkurrenz. Und ja, China wird überholen. Die wollen das nicht. Ja, und das ist das ist halt ein Problem in unserem System. Indien beispielsweise könnte den USA nicht, jedenfalls nicht auf so vielen Feldern Konkurrenz machen wie China, weil Indien eben wesentlich langsamer gewachsen ist. Es wird wahrscheinlich nicht China-USA heißen, sondern BRICS-westliche Welt. Und
Die BRICS mit Indien werden das übertrumpfen, davon bin ich überzeugt. Ja, aber China ist die hegemoniale Macht in Ja. den BRICS, weil China eben so ein hohes Wirtschaft. Ja, du siehst ja, dass in der kapitalistischen Staatenkonkurrenz Länder mit einem höheren Wirtschaftswachstum, dass die eine bessere Position haben. Die Hegemonialmacht ist ja immer nur so lange interessant, wie ich auf diesen Verbund durch Import-Exporte in dieser Größenordnung zugewiesen bin. Aber eine wertgedeckte Währung macht mir diese Abhängigkeit ja in der Form gar nicht. Habe ich jetzt den. Inwiefern das denn? Wenn du den. Nehmen wir den Bitcoin, ja. Der Bitcoin hat eine Wertsteigerung von 12 Dollar Cent am Anfang zu, ich glaube, 37.000 Dollar sind wir heute. Natürlich schlägt eine solche Währung im Wert im Endeffekt dann die Währung der chinesischen. Deshalb wird ja auch diskutiert, ob die BRICS-Staaten Nein. die Handelswährung bekommen. Aber ich bin ja gar nicht so abhängig von China bei Angebot und Nachfrage und alles, was die Chinesen liefern, wird hier dann eben nicht produziert. Das ist halt der Freihandel. Aber ich wüsste nicht, warum es da zu Verteilungskämpfen kommen soll. Das ist mir nicht ganz klar. Darauf können wir, glaube ich, gleich erstmal eingehen. Erstmal das mit mit dieser Währung. Wenn du sowas wie den Bitcoin, was so irre hin und her schwankt, wenn du das als Währung festlegen würdest, wo es keinen festgelegten Zinssatz gibt, dann könnte kein Unternehmen mehr vernünftig planen. Das wäre eine riesige Wirtschaft, also die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Das wäre eine einzige Katastrophe. Na, es gibt ja Länder, die den Bitcoin schon nutzen und da bricht die Wirtschaft ja auch nicht zusammen. Ja, El Salvador, die haben aber den US-Dollar als ihre normale Währung und den Bitcoin nur so nebenbei eingeführt. Ja, aber ich denke, der Bitcoin wird da über die Zeit den US-Dollar ablösen. Was heißt, die Unternehmen können nicht planen? Dann muss ja nicht den Bitcoin nehmen, nehmen wir Gold. Gold schwankt nicht mehr so, der Bitcoin wird sich auch früher oder später einpendeln. Ich persönlich bin ja Ja, für und den du hast keinen freien Zinssatz. Du Währungsmarkt. hast keinen Zinssatz, mit dem du, also Wechselkurs ist das eine Problem, das andere Problem ist der Zinssatz. Du hast keinen Zinssatz, mit dem du vernünftig planen kannst. Du brauchst auch keinen Zinssatz, mit dem du vernünftig planen kannst. Die USA hat sich prächtig entwickelt unter dem Goldstandard. Ja, Wie haben aber Sie unter dem das denn Goldstandard gemacht? hat auch die Fed den Zinssatz gesetzt. Du meinst jetzt Bretton Woods, oder? Ja. Ja, da hat auch die Fed den Zinssatz gesetzt. Du brauchst aber, der Zinssatz erklärt sich aber auch über Angebot und Nachfrage. Nein. Doch, natürlich. Der langfristige, ein bisschen. Aber der kurzfristige wird zu 100% von der Zentralbank gesetzt. Die Zentralbank Ja, legt fest. aktuell, aber wenn du eine Goldwährung hast, Nein, auch dann während ist. Bretton Woods war das so. Wenn du eine Goldwährung hast und die Nachfrage nach Krediten ist hoch, dann steigt der Zinssatz. Ist die Nachfrage nach Krediten gering, sinkt der Zinssatz. Das erklärt sich mir von ganz alleine. Da sehe ich Nein, der da sehe wird. ich die Verwirrung nicht. Die Nachfrage nach Krediten, die schwankt extrem stark. Und die Zentralbank, die sorgt halt dafür, dass das Angebot immer gleich der Nachfrage ist, indem sie halt den Zinssatz stabilisiert. Also aktuell passen wir den Zinssatz der Inflation an. Dir ist ja klar, dass der Zinssatz derzeit der Nachfrage nicht passt, oder? Jetzt in Europa, in den USA, doch in den USA Ja, was geht, heißt aber der in Europa Zinssatz ist es passt der 0%. Nachfrage nicht? Die Zentralbank setzt einen Zinssatz und Ja. somit ist das Angebot an Krediten immer gleich der Nachfrage. Wenn es eine Nachfrage an Krediten gibt, dann werden die zu dem Zinssatz, den die Zentralbank festgesetzt hat, immer bedient. Dann wird diese Nachfrage immer bedient. Gut, auch da werden wir uns nicht einig. Also, Angebot und Nachfrage sagt dir was, oder? Ja, Also. selbstverständlich. Und die Nachfrage nach Krediten, die ist extrem volatil. Du Ja. hast, ja, und Ja, aber wo ist denn das Problem? Wo ist denn die das Problem? Zentralbank steuert den Interbankenzins und die legt den exakt fest. Also die sorgt dafür, dass das Angebot immer gleich der Nachfrage ist. Egal wie hoch die Nachfrage gerade ist, das Angebot wird zu dem von der Zentralbank festgelegten Zinssatz bedient. Ja, und die Regelung von Angebot und Nachfrage regelt es halt nach Angebot und Nachfrage. Eher wie ein Naturgesetz, ein auf Logik basierendes Gesetz. Sinkt die Nachfrage, wird das Angebot für Zinsen geringer? Also wird das Angebot für Zinsen größer, weil es mehr Leute gibt, die bereit sind, ihr Geld zu verleihen. Und sie verleihen ist dann günstiger, was die Zinsen senkt und die gesenkten Zinsen werden dann wieder mehr nachgefragt, was den Zinssatz dann wieder erhöht, weil die Nachfrage steigt. Das ist doch ganz Ja, aber normales so hat unser Angebot. System funktioniert. Ja, Das waren so. das war schon immer so, ist für mich kein Argument. Ich lebe in keiner Welt, in der das war schon immer so Ja, aber du was beschreibst hier gerade eine Positives ist. absurde Utopie, die so nicht funktionieren würde, da du halt ständig schwankende Zinsen hättest. Es gibt kein Problem bei ständig schwankenden Zinsen. In dem Ja, aber Moment, wo keiner kann doch so Kredit. langfristige Kredite vergeben. Wenn du einen Kredit über 10 Jahre vergibst, dann kannst du es dir doch nicht leisten, dass der Zinssatz heute 0 und morgen 10% ist. An dem Tag, wo ich den Kredit abschließe,
Das ist der Zinssatz, den ich für die Zeit abschließe, die ich den Kredit halte. Und wenn der Kredit morgen auf 10% steigt, dann ist das eben so. Aber das ist ja heute auch so. Es gibt Leute, die schließen Kredite zu 0% ab und sehen sich jetzt bei der Nachverhandlung bei einem Zinssatz von 4%. Also das ändert ja auch das Zentralbanksystem nicht, dass der Zinssatz extrem schwankend ist. Und ich halte das bei Angebot und Nachfrage für sehr viel sinnvoller. Wenn du heute eine Anleihe kaufst, die in 10 Jahren abläuft und die zu 0% verzinst ist, also 0% ist jetzt extrem niedrig, aber nehmen wir das mal. Ja. Und der Zinssatz, der steigt plötzlich, weil du das jetzt am freien Markt handelst und nicht mehr von der Zentralbank festgelegt wird, der steigt dann plötzlich ganz, ganz stark auf 10% oder so. Dann hast du einen enormen Wertverlust in dieser Anleihe. Ja. Das ist Ja, das heißt, riesig. du hast einen enormen Verlust, den musst du dann abschreiben. Das heißt, du gerätst dann in Probleme. Du kannst eventuell pleite gehen. Das heißt, du musst diese Zinsänderungsrisiken auch noch aufpreisen. Das heißt, du hast sowieso schon mal einen höheren Zinssatz, weil du diese Zinsänderungsrisiken da auch noch einpreisen musst, wenn du Kredite vergibst, wenn du Anleihen kaufst. Also Anleihenkäufe gäbe es in dem Sinne ja gar nicht. Also Staatsanleihen Ja, Anleihen zumindest sind ja nur nicht. Kredite. Anleihen sind nur Kredite. Also. Da werden wir uns auch nicht einig. Also für mich ist das Logische auf der Welt, dass das Zinssystem, wie ich es erkläre, ich verstehe dein Problem darin noch nicht, aber gut. Du willst ja, dass du einen Zinssatz hast, der ständig am Markt gehandelt wird. Also Ja. nicht so wie der Interbankenzins aktuell, der von den Zentralbanken festgelegt wird, Genau. sondern der Zinssatz, der die ganze Zeit wild hin und her schwankt. Mein Argument ist, dass kein Unternehmen damit vernünftig planen könnte, weil dieser Zinssatz erstmal wesentlich höher wäre als der aktuelle Zins. Das heißt, er wäre prohibitiv für fast jede Investition. Es würde viel weniger investiert werden. Die Wirtschaft würde stark schrumpfen. Und das wäre halt ein Riesenproblem, weil wir dann viel weniger Wohlstand hätten. Okay. Nächster Punkt. Wo waren wir? Beim Wechselkurs, Änderungsrisiko. Angebot. Du hast wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich nur noch private Währungen hast, Gold, Bitcoin und dann würde jedes große Unternehmen wahrscheinlich auch noch seine eigene Währung rausbringen, du hättest ja keine Relation, inwieweit diese Währungen gegeneinander schwanken können. Also Naja, bei den gut. Ist ein Unternehmen, das eine Währung rausbringt, wird schon von klugen Köpfen nicht gekauft. Alles, was zentralisiert ist, ist immer was mit Argwohn zu betrachten ist. Ist jetzt nur deine Ideologie. Das ist jetzt nichts, was so ein rationales Unternehmen, wie ein rationales Unternehmen denken würde. Naja, die rationalen Unternehmen, unter anderem BlackRock, stürzen sich auch gerade auf den Bitcoin, deshalb glaube ich schon. Und selbst die Zentralbanken schmeißen sich die Keller mit Gold zu, die scheinen ja dann auch alle meiner Ideologie zu folgen. Also die Goldkäufe von Zentralbanken steigen gerade ins Unermessliche. Die wissen Ja, und alle das, das. was ich weiß. Nein. Das hat einen anderen Grund. Gold ist unabhängig von anderen Ländern. Wenn du Devisenreserven in US-Staatsanleihen hältst, dann können die USA das jederzeit einfrieren. Wenn du Devisenreserven in Gold hältst, was relativ wertstabil ist, verglichen mit so einem Unsinn wie Bitcoin, dann kann das nicht einfach so eingefroren werden. Und dann hast du da eine durchgehende Wertsteigerung, da Gold ungefähr so stark steigt, also über lange Zeiträume ungefähr so stark steigt wie die Inflationsrate. Das heißt, du hast keinen Wertverlust und du hast das Gold bei dir eingelagert. Das heißt, du hast Devisenreserven, die dich unabhängig machen. Das ist der Vorteil in Gold. Du bist nicht von einem anderen Land abhängig. Das hat man ja jetzt bei Russland gesehen, dass die EU, die USA und Japan einfach mal so ihre Devisenreserven eingefroren haben. Genau, sehr ärgerlich übrigens für gerade für die Russen, was Und ja für auch. uns, also das wird diesen Run auf Gold verstärken, denn in der westlichen Welt, da weiß jetzt jedes kleine Entwicklungsland, Hilfe, wenn wir irgendwie mal eine leicht und eigenständige Außenpolitik machen wollen, dann müssen wir unsere Devisenreserven jetzt entweder in Yuan anlegen, China hat es ja nicht eingefroren, oder halt in Gold. Ja, du hast ja Denn auch Rekorddevisenabverkäufe in den USA, weil ja auch viele andere Staaten dem nicht mehr glauben. das ist eine Folge von solchen unilateralen Maßnahmen. Das ist eine schwachsinnige Maßnahme, da sind wir uns einig, das ist doch schon mal schön. Aber diese Unabhängigkeit, die du jetzt gerade für die Banken beschrieben hast oder für die Staaten beschrieben hast, die gönne ich halt dem Einzelbürger. Die gönne ich ihm. Und zwar die Unabhängigkeit über Gold, weil der Staat kann es nicht einfrieren. Wenn wir jetzt über den Euro nachdenken, dann kommen wir ja auch relativ schnell zu den Digitalwährungen. Ich weiß gar nicht, wie stehst du zur Digitalwährung? Habe ich mich noch zu wenig mit beschäftigt. Mein Part, also wenn du darüber ein Gespräch machen möchtest, da wäre mein Partner, mit dem ich diesen Wirtschaftstalk mache, Jan heißt der. Bei dem Ja, wärst du da wahrscheinlich besser aufgehoben, der hat da seine Bachelorarbeit drüber geschrieben. da ist mein Bruder besser, der ist der Bitcoin-Profi Nummer 1.
Also mein Super Freedom Bro, der deshalb SFB, die können sich dann mal darüber streiten. Vielleicht können wir da mal was klar machen. Ich glaube, das wäre auch sehr interessant. Da würde ich wahrscheinlich noch was lernen. Gut. Nee, aber wie kommst du jetzt dazu vernünftigen Wechselkursen bei sowas wie Bitcoin? Also bei aktuellen Währungen, da ist es ja so, du hast eine nationale Volkswirtschaft und da hält sich diese Währung auf. Und anhand ja, dem, wie diese nationale Volkswirtschaft aufgestellt ist, findet sich halt ein vernünftiger Wechselkurs, der zum Ausgleich der Leistungsbilanzen führt. Wie sollte das bei Bitcoin oder bei Gold funktionieren, wenn du gar keine staatlichen Währungen mehr hättest? Da kommt es jetzt darauf an, ob alle Staaten, alle Länder diese Währung mitmachen. Ansonsten würdest du das Gold halt einfach weiter am Dollar messen. Allerdings müsste man da dann den Gegenwert nehmen. Wir haben derzeit eine riesige Inflation vom Papiergold. Man schätzt da bis zu 80%, was den Goldpreis derzeit und aktuell noch richtig drückt. Ich hoffe, das wird irgendwann mal offiziell aufgedröselt, damit mein Gold ordentlich im Wert steigt. Aber du könntest es dann jeweils an anderen staatlichen Währungen messen. Wenn die anderen Staaten aber ebenfalls einem wertgedeckten System folgen und auch einen freien Währungsmarkt haben, dann wiegst du einfach Silber gegen Gold auf. Das ist überhaupt nicht das Problem. Ja, das, was du mit Papiergold gerade angesprochen hast. Es gibt Ja. eine Nachfrage an Gold und die Banken schreiben dann einfach auf Zettel, hier habt ihr Gold, obwohl sie gar kein reales Gold haben. Du siehst ja Genau. sogar, dass bei einem Rohstoff, den du ja schwierig irgendwie vermehren kannst, dass selbst da so ein System sich automatisch einpendelt. Wieso Ja, aber sollte ein Staat, wenn jetzt Goldwährung eingeführt wurde, dann nicht auf Papierzettel schreiben, hier habt ihr ein Anrecht auf Gold? Wir legen jetzt fest, dass dieses Anrecht garantiert wird. Wir haben staatliches Gewaltmonopol hinter uns. Es würde in so einem System genauso funktionieren. Am nur Ende ein würde der Staat auf Idiot. Zettel schreiben, ja, was heißt nur ein Idiot, es funktioniert so. Es funktioniert schon seit über 200 Ja, Jahren so. Wir war hatten nie das ein anderes aber. System. Das ist aber ja das System von Idioten, dass ich Papier statt Gold nehme. Das ist ja das, was Nixon den USA angetan hat. Aber Nein, das war der schon vorher so. Schon vorher während hattest du Bretton den Woods. Dollar, der Gold gebunden war, aber das war Ja. garantiert. Es war garantiert, aber die Dollarmenge ist viel stärker gestiegen als die Goldmenge. Das stimmt, ja. Also es war schon vorher klar, dass sich das nicht ewig aufrechterhalten wird. Und da hätte man jetzt den Dollar zum Gold abwerten können. Man hätte ja, das noch weiter einschränken können, dass da wirklich nur dass du da nur ganz begrenzt Zugriff drauf hast. Oder man hätte es ganz komplett streichen können, was Nixon dann gemacht hat. Der Goldstandard war der zentrale Fehler am Bretton Woods-System. Sonst war Bretton Woods ein gutes System. Okay, da haben wir auch ganz andere Meinungen. Das waren die goldenen Jahre der USA. Der Goldstandard hat die USA Exakt das. zur Hegemonialmacht Nicht global der gemacht. Goldstandard. Also erstmal Eben doch. Hegemonialmacht waren sie schon beim Zweiten Weltkrieg und Der Zweite Weltkrieg war das, wo die USA Rüstungsgüter nach Europa verkauft hat, und zwar nur gegen Gold. Und genau das hat ihnen 2 Drittel der Weltvorkommen an Gold gegeben. Und das hat die anderen Länder, weil sie kein Gold hatten und keinen Goldstandard aufrechterhalten konnten, dazu gezwungen, ihre Währung an den Dollar zu binden, was sie überschätzt die natürlich auch Rolle sehr des gerne Goldes. getan Du überschätzt hier die Rolle des Goldes. Großbritannien musste seine Währung haben. an den Dollar binden, weil es selbst wirtschaftlich an Bedeutung verloren hat. Und weil sie kein Gold mehr hatten, weil das alles in die USA geführt oder sehr, sehr große Teile davon Ja, sind aber in die das ist nur ein USA. Symptom dieser viel größeren Verschiebung. Diese viel größere Verschiebung hat ja über den Verkauf gegen Gold stattgefunden. Nein, Deshalb das hatten wir hat ja in auch der diese hohe Realwirtschaft Steuer von stattgefunden. 90%. Das war keine monetäre Verschiebung, das war eine Verschiebung in der Realwirtschaft. Okay, das kann man auch noch mal irgendwann einzeln ausstreiten, was jetzt der Grund für was ist. Nein, aber beim Bretton Woods-System, die anderen Länder, also damals war es ja vor allem Großbritannien, das wurde ja innerhalb des westlichen Blocks beschlossen und War die man hat ja Hegemonialmacht damals vor noch den gegen die USA. Achsenmächte Krieg geführt, als das Ja. beschlossen wurde. Und ja, da hat sich Großbritannien quasi den USA dann untergeordnet und mit den USA schon mal so ein gemeinsames Währungssystem ausgekungelt, was wesentlich besser war als das Währungssystem, was wir heute haben. Und der Goldstandard, der hat dafür gesorgt, unter anderem, dass dieses System dann kollabiert ist. Also den Goldstandard, den hätte man da gar nicht reinbringen müssen. Die Verschwendungssucht der US-Regierung hat den Goldstandard kollabieren lassen. Er ist nicht kollabiert. Europa hat eine sehr, sehr starke Wirtschaft aufgebaut. Und irgendwann, nachdem sich Kennedy ein sehr ausschweifendes Sozialsystem geleistet hat, man sich den Vietnamkrieg geleistet hat, man sich eine Raumfahrt in Milliarden oder in vierstelliger Milliardenhöhe geleistet hat, ist Richard Nixon irgendwann in den Keller gegangen und hat festgestellt, hier sind nur noch, was waren das, 8.000 Tonnen oder so, 8.000 Tonnen Gold.
Und er hat festgestellt, dass die europäischen Länder mehr Dollar haben, als die USA in Gold rausgeben könnte, was ja schon der erste Betrug ist. Es ist ein Betrug. Wenn ich eine Währung mit Goldstandard rausgebe und es gibt mehr Währung als Gold, dann ist das ein Betrug. Aber da großes Militär, dicke Eier und Schutzmacht von Europa, sagt natürlich keiner, du hast uns betrogen. Und dann hat Nixon gesagt, diese 8 Tonnen Gold gebe ich nicht mehr raus. Ich entkoppel jetzt den Dollar vom Gold. Aber es Ja. war der Goldstandard, der den Westen dahin gebracht hat, wo er heute Nein, ist. das Das war ist nicht der meine feste Goldstandard. Überzeugung. Das waren niedrige, stabile Zinsen, das war eine Lohnpolitik, die mit dem Wirtschaftswachstum, mit einer niedrigen Inflation vereinbar war. Das war ein sehr viel progressiveres Steuersystem, als wir heute hatten. Also Spitzensteuersätze von 80, 90%. Da wären wir wieder bei unserem ursprünglichen Thema. Also das waren, ja, das Ja. war diese Melange. Das waren niedrige Zinsen der Zentralbanken, die dafür gesorgt haben, dass die Unternehmen ordentlich investieren konnten. Also das hat dafür gesorgt, dass wir damals so ein hohes Wachstum hatten und nicht, dass man da Goldstandard hatte. Der Goldstandard war der Fehler am Bretton Woods-System. Was du gerade erklärt hast mit Vietnamkrieg, ja, das hat bestimmt auch eine Rolle gespielt. Als zentral war, dass die Wechselkurse nicht an die realen Inflationsraten angepasst wurden. Du hast die Wechselkurse zu langsam an die realen Inflationsraten angepasst. Deswegen hatten so Länder wie Deutschland zeitweise hohe Leistungsbilanzüberschüsse und die mussten denen halt in Gold bezahlt werden. Und das ging halt irgendwann nicht mehr. Deswegen, wenn man diese Wechselkurse schneller angepasst hätte und ja, dafür gesorgt hätte, dass die Leistungsbilanzen sich ausgleichen, dann hätte man dieses Problem gar nicht gehabt. Also das war das zentrale Problem, dass die Wechselkurse nicht vernünftig angepasst wurden. Ne, das Und der Problem ist. Goldstandard, der war so ein Störmechanismus, der hat da sowieso nur gestört. Den hätte man ganz weglassen sollen. Also Ah, am das ist. besten wäre es gewesen, wenn man Keynes Vorschlag mit diesem Bancor, also so einer internationalen Rechnungseinheit, wenn man den genommen hätte, aber die USA waren halt Hegemonialmacht, deswegen konnten sie da den Dollar durchsetzen. Das ist wirklich doll, wie doll wir uns da unterscheiden, in der Analyse von Bretton Woods und dem Aufstieg der westlichen Mächte. Jetzt würde ich die Inflation nochmal ansprechen, aber dann sind wir wieder in dem Währungsthema, wo wir gesagt haben, das fechten zwei andere aus. Ja, Inflation folgt den Lohnstückkosten. Du hast eine Löhne im Verhältnis zur Produktivität und je nachdem, wie dieses Verhältnis wächst, wächst auch das Preisniveau langfristig. Das kannst du empirisch sehr gut nachweisen. Du hast da extrem hohe Korrelation über sehr lange Zeit und das ist auch kausal relativ logisch. Die wichtigsten Kosten, die Unternehmen haben, sind die Lohnkosten und wenn die steigen, dann heben die Unternehmen halt entsprechend die Preise an. Wenn du dir die USA ansiehst, dann stellst du fest, dass die Inflationslinie im Grunde ein Strich ist. Natürlich Ausbeulungen drinne bis 71 und dann marschiert sie so. Du kannst also quasi an der Geschichte des Dollars sehen, genau bei der Entkopplung galoppiert die Inflation weg. Das hat mit den Löhnen meiner Meinung nach wenig zu tun, aber das ist ein Streit, den wollen Das wir ist heute auch nicht. gerade Quatsch, was du da erzählst. Also, die Inflation war in den 40ern zeitweise ähnlich hoch wie in den 70ern. Das ist jetzt nicht, wohl in Ja, den 40ern, 71 ist ja schon auch als du erst entkoppelt Bretton worden. Woods hattest, also noch nach dem Ende der Preiskontrolle, nach dem Zweiten Weltkrieg, hattest du einen enormen Preisschock. Also, du hattest Ende der 40er relativ hohe Inflation. Wenn du exponentielles Wachstum, Inflation ist ja exponentielles Wachstum, über lange Zeiträume anschaust, dann geht diese Funktion immer ab. Das hast du beim Wirtschaftswachstum, das hast du bei der Inflation, das ist auch völlig logisch. Eine Also, Sekunde, eine ja, du Sekunde, kannst eine. das gerne raussuchen, aber das ist Ja. völlig logisch. In den 70ern hatten man zwei Ölkrisen und in den 70ern hatten die USA ein starkes Lohnwachstum, ein starkes nominales Lohnwachstum. Das sorgt dann logischerweise dafür, dass die Inflation auch hoch ist. Da ist er, hier ist Da, er. das ist das, was du da gerade beschrieben hast. Du hast da die falsche Analyse. Ich glaube, dass du die falsche Analyse hast. Nein, nein, es sind die stark steigenden Löhne in den 70ern gewesen, die dafür gesorgt haben, dass da die Preise so stark gestiegen sind und die zwei Ölpreisschocks, die man da hatte. Wir wollen uns nicht über Währungen streiten, sonst könnten wir uns jetzt darüber unterhalten, wie lange eine Fiat-Währung hält. Im Schnitt so 50 bis 60 Jahre. Ja. Rekordzeit ist 100 Jahre. Können jetzt noch mal gucken, wie lange der Dollar gehalten hat. Du Buying siehst Power es. Äquivalent. Was habe ich dir gerade erklärt, dass Wo dieses. siehst du hier in den 1940er, meinst du, ne? Das ist dann hier. Du hast hier nach dem Ersten Weltkrieg einen starken Preisschock, du hast hier Ende der 40er einen starken Preisschock, du hast da Ja. eine exponentielle Funktion, die geht immer so ab. Da kannst du jede exponentielle Funktion nehmen. Aber du siehst doch den Unterschied zwischen dem hier und dem hier, oder? Trag das mal logarithmisch auf und es sieht völlig anders aus. Also, Okay. es ist eine Ja. exponentielle Funktion, die sehen alle so aus. Währung wollen wir Das habe heute ich dir nicht gerade machen. beschrieben. Das habe ich dir gerade beschrieben, dass es genauso aussieht, wie du es da gerade gezeigt hast. Ah, das ist krass, Alter. Das ist krass. So, warte, hier wollte ich. Nee, Inflation Ja, wollen aber wir das ist nicht. völlig logisch bei einer exponentiellen Funktion. Die sieht immer so Nein. aus, dass sie so die ganze Zeit schleicht und dann geht sie irgendwann so ab. Für Das ist mich ist völlig es normal. völlig logisch, dass eine Währung,
die du ungehemmt vermehrst, ohne Sinn und Verstand, einfach Das heißt nur ohne Sinn und über. Es Verstand. ist ohne Sinn und Verstand. Es ist die Vermehrung. Und die Vermehrung von Geld oder die Vermehrung aller Güter, egal was es auf der Welt ist, wenn es davon mehr gibt, ist das Angebot größer und der Wert der Ware sinkt. Das galt für alles, für Geld, für Gold, für die Mona Lisa, für Fernseher, für alles. In dem Moment, wo ich es industriell herstelle, das Automobil, in dem Moment, wo Henry Ford die Fließbandproduktion herstellt, kostet das Auto nur noch einen Bruchteil dessen, was es kostet, wenn es in mühevoller Handarbeit hergestellt wird. Warum? Weil das Angebot steigt. Dasselbe galt für Währungen. Und dass die Ja, aber das ist doch MMT nicht die immer wieder Frage. scheitert, hat doch die Geschichte Ja, gezeigt. die Es gibt scheitert doch gar nicht. Die MMT beschreibt einfach nur, wie unser Geldsystem funktioniert. Die ist kein Regime, wie du das genau anwenden sollst, sondern beschreibt nur, wie unser System seit über 200 Jahren sehr erfolgreich funktioniert. Wir sind Es heute gibt viel. keine Währung, die seit 200 Jahren funktioniert. Der Es Dollar? ist Also, du hast gerade der Dollar ist eine, gezeigt, der seit Dollar 200 ist Jahren funktioniert. Man hatte immer wieder Phasen, wo man diese Idiotie hatte, das jetzt an Gold anbinden zu müssen, aber die hat man nie dauert. Jeder Goldstandard ist immer gescheitert, aber nicht jede Fiat-Währung ist gescheitert in den letzten 200 Jahren. Der Dollar ist erst eine neue Währung seit 1971. Vorher war es eine goldgebundene Währung, also der Golddollar. Jetzt ist es der Fiat-Dollar. Das ist eine andere Währung. Und wenn er bis Nein, du hast einfach 2000, eine Wechselkursbindung aufgelöst. Also, wenn, was heißt Wechselkurs? Du hast die Bindung ans Gold aufgelöst, wenn weil er die bis Währung ist immer die gleiche. 2071, wenn er bis 2071 hält, komme ich vorbei und leg dir die Eier. Aber das wird er nicht. Er wird nicht bis Ja, was 2071 halten. heißt, er wird halten. Also, du kannst Währungsreformen nie ausschließen, aber das ist doch nicht. Das Zentrale ist, was in der Realwirtschaft passiert, nicht das, was monetär passiert. Du hast doch, du musst die Geldmenge beispielsweise ausweiten, weil du, neu, wenn du neue Investitionen brauchst, dann gehst du zur Bank, nimmst einen Kredit auf und die Bank gibt dir diesen Kredit und schreibt dir dafür Geld gut, was es vorher nicht gab. Du Ja, aber hast das neues ist. Geld geschaffen, wenn du, also die Bank hat neues Geld geschaffen, wenn du bei ihr einen Kredit aufnimmst. Ja, aber Das sorgt dafür, das dass ist doch mehr der Fehler investiert in werden dem kann. System. Das ist doch der Aber es Fehler in kann dem mehr System. investiert werden. Ja, wir werden dann aber realwirtschaftlich reicher. Das ist doch gut. Das ist doch Nein, kein du wirst nicht Fehler. realwirtschaftlich leichter, weil das Geld, das da ist, weicht ja den Wert des Geldes, der bereits existiert, auf. Ja, aber es werden doch dann mehr Güter produziert, wenn du eine neue Investition tätigst. Aber die Unendlichkeit der Währung kann die Endlichkeit der Güter nicht aufheben. Es ist ein Spiel, das am Ende das ist eine Zündschnur und am Ende steht eine Nein. Explosion. Du kannst die Endlichkeit der Währung muss korrelieren mit der Endlichkeit der Güter. Es gibt keine unendlichen Güter. Es gibt nicht unendlich, Nein, was aber wie weiß können wir die Produktion an realwirtschaftlichen Gütern schnellstmöglich steigern? Das ist die Frage. Und da ist unser System halt wesentlich besser als so eins, wo du keine vernünftigen Wechselkursrelationen, keine planbaren Zinssätze hast, was du gerade vorschlägst. Also, Der dass alles so Zwang, wild hin und her schwankt. das schnellstmöglich zu steigern, ist ja schon Irrsinn. Da Der gibt es ja Zwang, gar keinen. wieso ist das Irrsinn? Also, dass wir immer reicher werden, ist doch nicht schlecht, das ist doch gut. Immer reicher werden wir durch die gesteigerten Produktionsmöglichkeiten. Also warte Steigende kurz. Produktion. Ja, da gibt es aber ein schönes Wort für. Fällt mir Steigende jetzt. Produktion Ja, langfristig. es gibt aber noch Du ein kannst es auch schöneres. steigendes Bruttoinlandsprodukt nennen oder wie du das jetzt nennst oder Das statistisch erfasst, ist mir relativ egal. Auf jeden Fall, das ist der Grund, warum wir langfristig reicher werden. Das ist die Frage, wie kann man das am besten bewerkstelligen? Wenn die Unternehmen ihre Investitionen vernünftig planen können, durch Zinssätze, die festgegeben sind, wenn der Staat eingreift, wenn die Konjunktur gerade schlecht läuft, wenn der Staat dann mehr Geld ausgibt, damit die Wirtschaft stärker wächst, oder wenn du halt ja, so ein Minimalstaat hast, der fast gar nicht eingreift. Wenn du einen Zinssatz hast, der die ganze Zeit hin und her schwankt, sodass kein Unternehmen vernünftig planen kann. Wenn du Wechselkursrelationen hast, die nicht mal den Aufbau einer vernünftigen Exportwirtschaft erleichtern und den Außenhandel verunmöglichen. Also wenn du das alles hast, wie sollst du dann langfristiges Wachstum überhaupt hinkriegen? Also, wie gesagt, wir haben ein super Beispiel dafür, das ist die USA. Und die Inflation frisst ja die Produktionssteigerung auf. Ich will gar nicht wissen, wie reich die Menschen wären, hätten wir eben dieses Auffressen Nein, nein. von Geldwerten nicht. Doch, doch, eben Nein, schon. das ist totaler Quatsch. Das ist kein Quatsch. Das Nein, wir ist die hatten. Wahrheit. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Wir hatten in der Eurozone in den letzten 20 Jahren eine extrem geringe Inflation. Trotzdem sind die Realeinkommen so gut wie überhaupt nicht gestiegen. Warum? Weil die Nominaleinkommen auch so gut wie überhaupt nicht gestiegen sind. Es Ja. kommt darauf an, wie stark die Reallöhne steigen. Es kommt darauf an, wie stark die realen, also wie viel reale Güter du dir mehr kaufen kannst und nicht, wie hoch die Inflation ist. Die Inflation ist eine Größe, die ist nicht unabhängig von den Löhnen, sondern die folgt langfristig den Lohnstückkosten. Wie gesagt,
die Lohnkosten sind die wichtigsten Kosten, die die Unternehmen haben. Und wenn die Lohnkosten stark steigen, dann hast du bei geringem Produktivitätswachstum eine hohe Inflation. Das ist völlig logisch. Deswegen ist es langfristig wichtig, was für ein Produktivitätswachstum du hast. Ja, das ist die Währungsdebatte, die wir meinetwegen auch führen können. Aber wir werden nicht auf einen Nenner kommen, weil wir zwei verschiedene Analysen dort verfolgen. Ich persönlich, naja, ist ja auch egal. Kommen wir zu deinem Steuermodell. Du sagst, du würdest die Reichensteuer anheben. Befürchtest du nicht, dass wohlhabende Menschen, also ich zum Beispiel bin nicht reich würde ich nicht sagen, aber ich bin auch nicht am Verhungern, was übrigens daran liegt, dass ich auf Gold und Bitcoin setze, statt auf Euro und Dollar. Ich bin nach Bulgarien ausgewandert. Warum? 10% Einkommenssteuer. Ich kann hier sehr frei mein Gold traden. Ich muss es kein Jahr, mein Bitcoin traden. Ich muss es kein Jahr halten. Ich kann kaufen und verkaufen, wie mir der Sinn steht. Also ich bin ein Steuerflüchtiger. Deshalb lebe ich jetzt in Bulgarien. Das kann nicht jeder machen. Sehr viele. Sehr, sehr viele. Also der Umfang dessen, was du den Reichen wegnehmen kannst, sinkt. Also wenn du, die meisten Superreichen leben erstmal in dem Land, wo sie selber herkommen. Die sind nicht ausgewandert in irgendeine Steueroase, wo du ganz niedrige Steuersätze hast. Zweitens hast du eine Infrastruktur in Ländern wie in Deutschland, die du in, ich weiß jetzt nicht, wie es in Bulgarien aussieht, du lebst da will ich dir jetzt nichts erzählen, aber die du in anderen Ländern eventuell nicht hast. Du hast nicht so gut ausgebautes Gesundheitssystem, nicht so ein gut ausgebautes Rentensystem, vielleicht nicht das gleiche Bildungssystem. Wie gesagt, keine Ahnung, wie es in Bulgarien ist, aber... Ja gut, aber jetzt das Rentensystem ist für Menschen in der Einkommensklasse, in der Vermögensklasse erstmal sekundär. Wir haben ja einen Maximalrentensatz, das ist für die Peanuts. Da kann man auch drauf verzichten. Infrastruktur ja, aber da gibt es auch wirklich schöne Länder, zum Beispiel Dubai, was ja auch als eine kleine Steueroase gewertet wird. Die haben auch ein sehr, sehr schönes Infrastrukturnetz, da müsste man dann aber nur mit dem Klima klarkommen. USA hat ein gutes Infrastrukturnetz, eigentlich ganz Europa hat ein gutes Infrastrukturnetz. Da ist Deutschland lange nicht mehr einzigartig. Was Gesundheitsversorgung angeht, ist Deutschland noch in Ordnung, Tendenz fallend. Wir hatten Karl Lauterbach, der Anfang des Jahres mit 600 Euro Selbstbeteiligung mal geliebäugelt hatte. Die werden nicht kommen, aber die Selbstbeteiligung wird auf jeden Fall früher oder später einsetzen müssen, weil auch das ein... Nein. Da sagst du wieder nein. Warum sollte man da irgendwas, warum sollte man da die Selbstbeteiligung anheben? Man kann auch einfach einen Krankenkassenbeitrag annehmen und, ganz wichtig, Beitragsbemessungsgrenze abschaffen und da alle einzahlen lassen komplett. Das ist aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Du hast ja immer mehr... Deutschland hat jetzt noch 15 bis 17 Millionen Netto-Steuerzahler. Auch Tendenz fallend. Was sind denn Netto-Steuerzahler? Hast du da die Mehrwertsteuer auch reingerechnet? Ja. Hast du da wirklich alles reingerechnet? Das ist von Statista. Ich traue Statista in diesem Falle. Ja, ich will wissen, was da eingerechnet ist. Du kannst ja sagen, ich schaue mir nur die Einkommensteuer an und okay, dann hast du sehr wenige Netto-Steuerzahler, weil die Einkommensteuer noch eine der wenigen progressiven Steuern ist, die wir haben. Ja gut, aber das lässt... Ich weiß nicht, wie die Rechnung aussieht, deswegen müsste... Ich weiß auch nicht, wie die Rechnung aussieht, aber die Tendenz der Netto-Steuerzahler fällt. Können wir uns da einig sein? Nehmen wir mal nicht die 50... Das weiß ich nicht, da brauche ich eine Statistik, eine verlässliche. Okay, der größte Arbeitgeber in Deutschland ist der Staat. Dir ist klar, dass jeder... Normal ist in Industrieländern, ja. Dir ist klar, dass jeder, der für den Staat arbeitet, Netto-Steuerempfänger ist. Ja, das ist... Gut. Wie gesagt, ich finde diese Rechnung sowieso schwachsinnig. Warum? Du hast dann beispielsweise in der Planwirtschaft nur noch Netto-Steuerempfänger, beispielsweise, wenn alle beim Staat arbeiten würden. Genau, und trotzdem deshalb scheitert das immer. Was heißt, es scheitert immer? Auch da hast du ein Wirtschaftswachstum, auch da hast du in fast allen Planwirtschaften hattest du steigende Produktion, also... Ist das jetzt erstmal kein Maßstab, also wie hoch der Anteil der Netto-Steuerzahler ist, das kein Maßstab dafür, wie gut deine Wirtschaft läuft, sondern ein Maßstab ist das Bruttoinlandsprodukt, vielleicht, da gibt es auch andere Indikatoren, die mehr auf die Qualität der Lebensverhältnisse gehen und jetzt nicht unbedingt auf die Quantität der Produktion, aber ja, beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt, wie stark das wächst, das ist dann ein Maßstab. Das Bruttoinlandsprodukt, ist in das Bruttoinlandsprodukt Wachstum die Inflation eingerechnet? In das Reale, da wird die rausgerechnet, beim Realen. Beim Nominalen, da ist sie mit eingerechnet, aber es geht ja ums Reale. Es geht immer um reale Größen. Wenn wir hierüber reden, da geht es um reale Größen. Wenn wir über Wechselkurse, über Wettbewerbsfähigkeit reden, dann geht es um nominale Größen. Das muss man immer auseinanderhalten. Du vermischst das hier ständig, deswegen...
finde ich deine Analyse auch ein bisschen komisch. Ich finde deine Analyse komisch, da werden wir uns wohl auch nicht einig. Also, nochmal, ich versuche nochmal zurückzukommen auf meine Ursprungsfrage. Also, würdest du bei einer hohen Vermögenssteuer davon ausgehen, dass du eine Reichenflucht erlebst? Und was glaubst du, wie lange kannst du das Geld der anderen ausgeben, bis es dann irgendwann aufgebraucht ist? Ja, was heißt das Geld der anderen ausgeben? Erstmal, wenn wir eine Vermögenssteuer wieder einführen, also ich würde das dann auch damit kombinieren, dass du dann dass alle deutschen Staatsbürger die zahlen müssen. Also auch alle anderen Steuern. Wenn du deutscher Staatsbürger bist, musst du das zahlen. Wenn du halt nichts mehr mit Deutschland zu tun haben willst, okay, dann musst du auch deine Staatsbürgerschaft abgeben. Also das sollte man erstmal einführen. Das ist beispielsweise in den USA genauso. Warum sollten wir das nicht auch so machen? Und wieso? Du kannst sie doch abgeben. Würde ich sofort kannst machen. Staatsbürgerschaft in Dubai annehmen. Also. Bulgarien. Aber ja, das täte ich. Du hast gerade Dubai als Steueroase genannt. Ja, ja, weil das ja lange eine war, aber die haben ja jetzt auch die Steuern da ein bisschen angehoben, ich glaube vor 1-2 Jahren, aber es ist trotzdem im Verhältnis zu Deutschland, ist ja fast jedes Land eine Steueroase. Vor allem das, was du gerade gesagt hast mit Bulgarien, das spielt makroökonomisch, diese Auswanderung spielt da so gut wie keine Rolle. Wichtig ist, ob die Industrie wettbewerbsfähig ist. Wichtig ist nicht, ob da jetzt einzelne Steuerzahler einen höheren oder niedrigeren Steuersatz haben. Das ist viel entscheidender, ob du reale Produktion in deinem Land hast. Nicht für den Einzelnen. Nicht für den Einzelnen. Aber makroökonomisch, es geht ja immer um die gesamte Wirtschaft. Nein, mir geht es um den Einzelnen. Ich bin ja ein Libertärer, mir geht es immer ums Individuum. Nicht um irgendein irrsinniges Kollektiv, sondern immer nur ums Individuum. Das ist mein Schwerpunkt, das Individuum. Ja, aber das Individuum, das lebt ja in der Wirtschaft. Und je reicher die Wirtschaft ist, desto mehr ist auch fürs Individuum da. Kommt jetzt noch auf die Verteilung an, aber wenn diese Abwanderung makroökonomisch irrelevant ist, ja, dann vertreibe ich halt ein paar Reiche, mir egal, solange die Wirtschaft dann stärker wächst, ist das doch sogar gut. Also wenn die Wirtschaft stärker wächst, dann kann es mir doch egal sein, ob da die Auswanderung so leicht ansteigt. Also das sind keine relevanten Effekte. Wir hatten in Deutschland mal Steuersätze von über 70, über 80, wir hatten sogar mal 90% Spitzensteuer dazu, noch eine Vermögensabgabe von 50%, also die 90% Spitzensteuer, die war nur ganz kurz, aber tatsächlich war die mal so hoch, wir hatten eine Vermögensabgabe von 50% in der Zeit und trotzdem sind hier nicht alle Reichen abgehauen. Weißt du noch, wann das war? Das muss ich mal nachlesen. Also Vermögensabgabe ich glaub, das jetzt von 50% Lastenausgleich, kannst du auf Wikipedia googeln, der ist in 50ern gewesen. Und der Spitzensteuersatz, der ist in Deutschland, das ist relativ ungewöhnlich, der ist dann tatsächlich sukzessive gesenkt worden. Dann ist er wieder leicht angestiegen bis Helmut Kohl, da wurde dann auch wieder leicht gesenkt. Und Gerhard Schröder, der hat ihn dann richtig krass gesenkt von 53 auf 42%. Also das war dann wirklich der große Schritt unter Gerhard Schröder. Und gleichzeitig hat man, ja, ist es damit auch gekommen, dass der Spitzensteuersatz immer früher gegriffen hat, sage ich mal. Also dass du den Satz gesenkt hast, aber der Freibetrag, der ist dann halt immer weiter gesunken. Das heißt, früher hast du mehr als im Zehnfachen des Durchschnittseinkommens Spitzensteuersatz bezahlt, aber dann halt, nagel mich jetzt nicht auf einen genauen Satz fest, aber weit über 50%, also viel höher als heute. Ja. Und heute zahlst du halt 45% Spitzensteuersatz, also der wurde dann unter Merkel nochmal erhöht und dann mit einem neuen Freibetrag und die zahlst du ab einer 250.000 Euro Einkommen als Alleinstehender in Deutschland. Wie 45%, als Grenzsteuersatz jetzt, als Grenzsteuersatz. Okay. Und ja, also Reichensteuer willst du haben? Was heißt, will ich haben? Ich will die Steuern auf hohe Einkommen erhöhen. Was heißt eigene Reichensteuer? Ich will das Einkommensteuer reformieren. Die Steuern für die Mehrheit senken und die Steuern für die Reichen erhöhen. Also ein Spitzeneinkommenssteuersatz von? Ganz oben können wir dann 70, 80, 90% machen, was wir schon mal hatten. Dazu eine Vermögensteuer, also die kann man auch ab für ganz große Vermögen über 100 Millionen, über 1 Milliarde, kann man die Steuersätze da ruhig mal auf bis zu 10% hochschrauben. Also das wäre absolut kein Problem mit so großen Vermögen. Aber für Vermögen unter 10 Millionen, unter 5 Millionen Euro, also für so normale Vermögen, die ein Mittelständler hat, die würde ich gar nicht besteuern. Also da würde ich auch die Freibeträge für die Erbschaftssteuer deutlich anheben. Du brauchst Mittelstand nicht weiter belasten, du solltest wirklich nur die ganz Reichen belasten. Guck mal, da sind wir uns schon mal einig, Mittelstand nicht weiter belasten, ich würde ihn sogar... Entlasten, meine ich ja. Wenn du wenn du die Freibeträge für Erbschaftssteuer anhebst, dann entlastest du ja den Mittelstand. Wenn du da sagst, okay, du kannst jetzt, sagen wir 5 Millionen, 10 Millionen, wie hoch das jetzt genau ansetzt, kannst du ruhig erben. Alles, was da drüber ist, das besteuern wir dann. Und alles, was sehr viel weiter da drüber ist, also 100 Millionen, 200 Millionen, 1 Milliarde, das besteuern wir richtig krass. Das wäre dann mein Vorschlag. Okay. Nicht nur Barvermögen, sondern auch... Auch Vermögen Unternehmensanteile. In Form von also Unternehmensanteilen, okay. Ein Unternehmen, was sich so im Wert 1 Milliarde oder so bewegt, das kannst du auch in Aktien aufteilen und da kriegt der Staat halt 90% der Aktien. Das geht ja auch.
Ja, Das ist eine ich sag ja da Verstaatlichung. extrem hohe. Ja, genau. Und der Staat kann es dann verkaufen oder behalten, je nachdem, wie die Regierung das dann plant. Da muss man einheitliche Verfahren finden, das muss man dann alles festlegen, aber das ginge dann, ja. Dann sind wir ja wieder da, wo wir wieder Trabis bauen haben, nach Was staatlicher heißt Trabis Vorgabe. bauen? Nein, bestimmte Unternehmen. Also, wie Ja, gesagt, das müsste man das einzeln festlegen. Das wenn müsste man dann BMW über den einzeln Jordan festlegen. geht, ich weiß gar nicht, wie die Dame heißt, die das derzeit hält Was? im Schwerpunkt, wenn die dann über den Jordan geht, dann übernimmt der Staat BMW und baut uns wieder Trabis. Nein, in Niedersachsen hält auch 20% an VW, die bauen auch keine Trabis. Also 20 VW Prozent ist. sind ja auch nicht 90. Ja, und einen anderen Teil hält Katar, also das ist ja auch ein Staat. Also jetzt fange ich so an, als ob jede staatliche Planung gleich Richtung DDR führen würde. Jede Also wie staatliche gesagt, das Planung muss man führt dann immer. beim einzelnen Unternehmen sehen. Der Staat beteiligt sich an extrem vielen Unternehmen. Das ist Ja, ja. was ich auch schon für falsch halte. Jede staatliche Planung führt zwangsläufig zum Scheitern, zumindest bis dato. Ist mir kein Beispiel bekannt, wo eine staatliche Planung jemals langfristig funktioniert hätte. Die Chinesen haben es gut gemacht, die haben immer mehr in die privaten Hände gegeben und wir machen es genau umgekehrt, was ja auch Nein, der. machen wir nicht. Du kannst den Staatsanteil angucken, der ist nicht stark gestiegen. Der ist leicht Ja. gestiegen, weil wir halt unser Rentensystem immer mehr querfinanzieren müssen, weil wir halt demografischen Wandel haben, weil die Unternehmen Nettosparer sind, das ist auch ganz wichtig. Die Unternehmen investieren ja nicht. Also die Unternehmen, die investieren ja aktuell nicht, die sparen. Ja, niemand investiert in Deutschland. Also zumindest niemand, Nicht nur in der sich Deutschland, in mit allen Investment Industrieländern. beschäftigt. In allen Naja, Industrieländern in fast. China hat ein relativ solides Investment. Aber, warte, jetzt bin ich aus dem Fall rausgekommen. Irgendwas wollte ich gerade noch anbringen. Ja, aber der Staatsanteil wird so lange weiter steigen, beziehungsweise Staatsschulden, wir werden auch weiter steigen, solange die Unternehmen weiterhin Nettosparer sind. Wenn die Unternehmen sparen, dann muss der Staat quasi diese Lücke füllen. Die privaten Haushalte sparen ja auch, dann muss der Staat diese Lücke füllen, dann muss der Staat mehr Geld ausgeben, damit die Wirtschaft nicht schrumpft. Das hatte ich ja schon gesagt. Eine private Frage. Wie sparst du oder unterstützt du mit deinem Einkommen den Wirtschaftskreislauf und schmeißt es und gibst es immer wieder so schnell ab, wie es geht? Natürlich Oder spare ich einen Teil meines Einkommens. in Aktien. Aktien Und Anleihen. und Anleihen? Okay. Staatsanleihen auch? Ja, das sind ja die sicheren. Also da kann man ja nicht so leicht was verlieren, wie wenn es in Unternehmensanleihen steckt. Nee, Staatsanleihen sind, du lachst gerade, die sind immer sicherer als Unternehmensanleihen automatisch. Da braucht man jetzt auch gar nicht mit der MMT argumentieren, einfach weil der Staat das Ja. Gewaltmonopol hat und privates Vermögen immer in staatliches verwandeln kann, Ja, wenn er das das will. stimmt. Also Das das ist sehe reine ich ganz Logik. ähnlich. Aber es gibt ja 35 Banken, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die in der Lage sind, Staatsanleihen zu kaufen, wenn sie frisch gedruckt sind. Aber selbst die schlagen ja nicht mehr allzu häufig zu. Mittlerweile kauft er lieber die Fed direkt, weil die Privatbanken auch nicht mehr so Achso, du sicher bist von jetzt der gerade in den Sicherheit. USA. Du bist jetzt gerade in Nee, den ich bin in USA. Deutschland. Die Fed, Weil du gerade nicht, gesagt Fed Entschuldigung, die gesagt hast. Die EZB. EZB, Entschuldigung. Ja, war ein Wortdreher von mir. Also die EZB muss mittlerweile schon die Staatsanleihen kaufen, weil die Privatbanken sie nicht mehr haben wollen. Deshalb würde ich da inzwischen auch die Finger von lassen, aber da will ich dir überhaupt nicht reinreden. Nö, also das, die EZB kauft nicht direkt. Das darfst du gar nicht. Die EZB übernimmt derzeit die Staatsanleihen. Ja, doch, Nein. muss man gucken, wie viel die EZB hat, Ja, einfach aber von den mal. Banken. Die Banken kaufen die Staatsanleihen trotzdem und verkaufen sie dann an die EZB weiter. Ja, aber da werden die Banken ja als Zwischenhändler eingesetzt. Das ist ja mehr unter Zwang. Das ist ja kein freiwilliger Kauf, weil man sich der Sicherheit so gewiss ist. Da Ja, also ich. müssen wir jetzt nicht so tun, als wäre das nicht im Vorfeld mit Absprache, dass die EZB sagt, hier, pass mal auf, was weiß ich, JP Morgan Bank, du kaufst jetzt mal Summe X Staatsanleihen und ich nehme sie dir danach direkt ab, weil ich sie nicht gleich kaufen kann. Das ist schon unter Absprache, das ist klar, weil JP Morgan Bank den Kram nicht mehr haben möchte. Ich glaube, du kackst wieder ab. Also nicht du, sondern dein Internet. Oder ich. Aber spannendes Gespräch. Wie gefällt es dem Chat hier? Karma, bitte nicht beleidigend werden, wenn ich Gäste habe. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, man muss nicht einer Meinung sein, ich bin mit ihm auch nicht einer Meinung, aber jetzt irgendwie sein Sofa zu kritisieren oder so ist ja auch nicht besonders clever. Bist du wieder da? Nee, hängt noch fest. Freeze. Finde ich nicht schön, wenn man da persönlich wird. Wenn das das Sofa ist, das ihm gefällt, dann gefällt ihm das. Also das hier ist mein Sofa und das ist garantiert schlechter als seins. Gut, das ist nicht meins, das gehört meinem Vermieter. Ich habe ja vorhin möbliert gemietet, aber trotzdem. Ich glaube, sein Sofa ist schöner als meins. Ach, da ist er wieder.
Ja, Internet auch unter Kontrolle des Staates. Naja, das sind ja die großen Internetanbieter. Ja, war nur ein kleiner Seiten. Aber der Ausbau digitaler Infrastruktur ist schon ein Staatsräson in Deutschland und das. Aber da will ich jetzt nicht drauf rumhaken. Das war nur als Witz gemeint. Ja, aber wir waren ja gerade bei den Staatsanleihen. Die EZB könnte die kurzfristigen Zinssätze auf Null setzen. Sie könnte was sage ich kurzfristig, die könnte die Interbankenzinssatz, den könnte sie auf Null runterdrücken. Das ginge relativ leicht, hat sie auch schon geschafft. Hat den sogar schon unter Null gedrückt, also hat sogar schon das geschafft. Dann würden die Banken automatisch die Staatsanleihen, die ein bisschen höher rentieren, die kurzlaufenden sofort kaufen. Das heißt, die EZB könnte selbst allein durch Zinssteuerung, müsste gar keine Staatsanleihen direkt kaufen, könnte sie dafür sorgen, dass die Banken immer für die Staatsfinanzierung aufkommen, wenn sie das wollte. Das könnte man ja auch politisch verordnen. Ich würde sagen, das sollte man auch machen. Man sollte die Unabhängigkeit der EZB endlich beenden, die unter demokratische Kontrolle stellen und dann, ja, könnte man direkte Staatsfinanzierung Ich habe durchführen. von Und nicht dir diesen Quatsch mit dieser unabhängigen Zentralbank, die man in gerade hat. irgendeinem Video gesehen, dass du zumindest beim Euro eine ähnliche Analyse getroffen hast wie ich, und zwar, dass du ihn für eine Fehlkonstruktion hältst. Wo siehst du die Fehler bei der EZB? Oder beim Euro? Ja, die EZB ist unabhängig, das ist ein Fehler, Der hatte ich ja auch. gerade schon gesagt, aber das ist nicht der Ja. zentrale. Der zentrale Fehler ist, dass die Nationalstaaten weiterhin. Also der zentrale Fehler ist, dass man verschiedene Nationalstaaten mit verschiedenen Wirtschaftspolitiken, verschiedenen Lohnpolitiken vor allem zusammengefasst hat. Das heißt, wenn die Löhne in einem Staat stärker steigen, dann verliert dieser Staat an Wettbewerbsfähigkeit und das kann nicht mehr durch einen Wechselkursmechanismus ausgeglichen werden. Es funktioniert jetzt auf den Währungsmärkten auch nicht sonderlich gut. Also nach dem Zusammenbruch von Bretton Woods sind ja die europäischen Währungen auch verrückt hin und her geschwankt. Deswegen hat man EQ und später dann auch einen Euro eingeführt, weil am Ende alle sich mehr oder weniger an der D-Mark orientiert hatten und man da gesagt hat, okay, dann können wir gleich eine Währung machen. Aber beim Euro, da fällt dieser Wechselkursmechanismus, der vorher relativ schlecht funktioniert hat, der fällt jetzt vollkommen aus. Das heißt, wir haben riesige Ungleichgewichte. Deutschland, die Niederlande haben riesige Leistungsbilanzüberschüsse, deren Währung müssten eigentlich aufwerten. Aber die haben ja jetzt einen Euro. Das heißt, die können nicht mehr aufwerten. Und das ist ein riesiges Das Problem. Das bedeutet, dass sich ist halt Länder. auch die Härte der Währung. Ne? Wenn die Deutschen immer eine ziemlich harte Währung hatten die Italiener, die Spanier eher weichere Währung. Es ist egal, Ja, was sie aber haben. das ist, Es geht um das ist aktuellen. die Umstellung, da kommen die offenkundig nicht mit klar. Nein, die Südeuropäer haben nichts falsch gemacht. Also Italien kannst du sagen, okay, war es Lohnwachstum oder Griechenland vielleicht noch, war es Lohnwachstum etwas stark an Frankreich. Das war wirklich ideal. Die waren idealtypisch auf diesem 2%-Ziel, was eigentlich alle hatten. Deutschland hat das extrem verfehlt, dieses Ziel. Also die hatten so gut wie gar kein Lohnstückkostenwachstum, auch kein reales Lohnwachstum. Also man hat alles quasi den deutschen Kapitalisten gegeben, den Arbeitern überhaupt nichts bei den Reallöhnen. Also da waren ja die Verhältnisse in Deutschland von 2000 bis 2010 ungefähr. Okay. Auch da haben wir wieder, naja, wir sind beide der Meinung, dass es eine Fehlkonstruktion ist, aber aus unterschiedlichen Gründen, das freut mich auch. Ja, warum ist es denn deiner Meinung nach eine Das Fehlkonstruktion? ist ganz einfach, weil die Mentalität mit dem Geldumgang bei den Italienern, den Spaniern und den Deutschen eine völlig unterschiedliche ist. Und wenn du siehst, Das hat nichts mit das der hat viel mit der Mentalität zu tun. Mentalität zu tun. Doch, doch, du musst. Nein, das hat was mit Leistungsbilanzen zu tun. Mit unterschiedlichen Lohnstückkostenentwicklungen. Oh, sind wir heftig. Okay. Reichen. Reichen Einkommenssteuer haben wir jetzt abgehakt. Reichen Einkommenssteuer bis auf. Wie gesagt, bei der Unternehmenssteuer, das kann ich vielleicht auch noch sagen, es ist ja eine andere Steuer, die sollte man auf gesamteuropäischer Ebene regeln. Also aktuell ist es ja so, jedes Land kann die selber festlegen und dann ja, versteuern alle großen Unternehmen ihre Gewinne in Irland und schieben das so hin und her, dass sie am Ende gar keine Steuern zahlen. Das sollte man auf gesamteuropäischer Ebene einen Steuersatz von, keine Ahnung, 30%, von mir aus auf 40 oder 50%. Also die Unternehmen sind ja eh Nettosparer, die investieren ja gerade eh nicht, da kann man die Gewinne auch ordentlich abschöpfen. Und das hat der kleine Mittelständler den gleichen Steuersatz wie Amazon. Also aktuell können Amazon und Apple ja viel leichter ihren Steuersatz senken, wenn das auf gesamteuropäischer Ebene macht und da kann man auch leichter gegen Steueroasen vorgehen. Dann hätte man dieses Ja, Problem nicht das mehr. hatten die Also in das den heißt. USA auch mal, das haben sie dann wieder abgeschafft. Und seitdem Texas mit seinen niedrigen Steuern arbeitet, sind viele Unternehmen nach Texas gegangen. Auch Privatbürger gehen skurrilerweise alle nach, oder sehr viele nach Texas, Haupteinwanderungsland innerhalb der USA, gerade wenn es Auswanderung aus den USA geht. Länder, die dann mit hohen Steuern hantieren, so wie zum Beispiel Kalifornien, haben extrem Braindrain. Zwei Unternehmen, die man hier mal voran nennen kann von der Abwanderung Kalifornien nach Texas, ist zum Beispiel Tesla und SpaceX. Beide Unternehmen haben sich da angesiedelt, wo die Steuern günstiger sind. Ich finde diesen Wettbewerb sehr, sehr gut und ich finde ihn tatsächlich auch wichtig. Den lehnst du aber dann ab.
Ja, absolut. Also das führt ja nur dazu, dass irgendwer in einer Steuersätze von null hat, um Unternehmen anzulocken. Das ist ja eine absolute Katastrophe. Und wie gesagt, Unternehmen, die investieren gerade gesamtwirtschaftlich nicht, sondern sie sparen. Das heißt, wir könnten da ruhig wesentlich mehr abkassieren, vor allem bei den großen Unternehmen, weil das ja eh zur Seite gelegt wird. Das wird ja eh nicht in die Realwirtschaft investiert. Also aktuell muss diese Lücke ja ohnehin der Würdest Staat du füllen. Also da können wir bei den Unternehmen auch mehr heute in wegbesteuern. ein deutsches Unternehmen investieren? Kommt auf das Irgendwas Unternehmen an. Energie, irgendwas, das viel mit Energie, oder viel Energie braucht, Stahlindustrie. Würdest du in die deutsche Stahlindustrie? Ne? Eher nicht. Das ist ja ein Eher Ding. nicht. Also ja, weil die, ja, weil, na, das liegt da nicht an den Gewinnsteuern. Das liegt daran, dass wir einen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen und damit dafür sorgen, dass die Energiepreise so extrem Ja, gestiegen unter sind. anderem deswegen Abschaltung Atomkraftwerke und. Also das hat mehrere. Also eine höhere Unternehmenssteuer, die verhindert keine einzige Investition. Auch das halte ich für streitbar, aber. Da würden nur die Gewinne besteuert. Ein Unternehmen, das eine profitable Investitionsmöglichkeit hat, das wird die auf jeden Fall wahrnehmen. Also Ja, das das wird nicht stimmt. sagen, nee, wir verzichten jetzt darauf, weil wir, keine Ahnung, eine Steuer von Und da 50% nicht pflichte ich zahlen ein. wollen. Aber solange wir Gewinne machen, werden wir investieren. Und das ist ja bei der Ja. Unternehmenssteuer so etwas. Durch einen höheren Zinssatz beispielsweise kannst du es ja wirklich schaffen, einen Kapitalwert, der vorher positiv war, den negativ zu machen. Das geht mit einer höheren Unternehmenssteuer nicht, weil du ja da nur die Gewinne besteuerst. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, ich kann es den Unternehmen nicht übel nehmen, nicht zu investieren, jetzt insbesondere im deutschen europäischen Bereich, aber auch die Nein, das hat nichts mit Deutschland zu tun. Das hat auch nichts mit, also deutsch-europäischen, ja, okay, in lass Deutschland mich ist doch das jetzt nochmal ausreden. besonders extrem. Die Ich EZB, kann ruhig Entschuldigung, nicht so Entschuldigung, emotional werden. Entschuldigung. Alles ist gut, wir reden nur über Geld und Wirtschaft. Also, ich kann es keinem Unternehmen übel nehmen, nicht insbesondere in deutsche Unternehmen zu investieren, weil wir halt zusätzlich noch diesen Energieschwachsinn auf ganz hohem Level machen. Aber auch die gesamte EU als auch die USA sind unglaublich unsicher derzeit wirtschaftlich, obwohl die USA jetzt wieder einen Aufwärtstrend hat. Der wird aber auch sein Ende finden, davon bin ich überzeugt. Also wenn ich Unternehmer wäre, wenn ich Unternehmen hätte, ich würde auch nicht investieren, zumindest nicht in diese Gegenden. Wo würde ich heute rein investieren? Ja, China und natürlich in fossile Energien, das würde ich auch noch machen. Also nicht in Firmen, sondern direkt in die fossilen Stoffe, Kohleminen zum Beispiel. Könnte ich mir vorstellen, Uran kann man noch mal rein investieren, aber alles andere als Investition scheint mir verschwendetes Geld zu sein. Und das werden die Unternehmen ganz ähnlich sehen wie ich. Zumindest denke ich, dass das der Grund für die Investitionsstaus sind. Ja, aber das ist ja kein Problem der aktuellen Situation. Das Problem haben wir in vielen Industrieländern mindestens seit der Finanzkrise und beispielsweise Japan hat das schon seit den 90ern, dass die Unternehmen insgesamt Netto-Sparer sind, dass sie also, könnt euch die sektoralen Finanzierungssalden über alle Länder ansehen. Das ist relativ klar, dass die Unternehmen da Netto-Sparer sind und nicht mehr Netto-Schuldner, wie sie es noch beispielsweise in den 50er, 60er Jahren waren. Also damals waren sie noch Netto-Schuldner, da haben sie noch ordentlich investiert. Da hatten wir auch wesentlich höhere Steuersätze, weil man auch sieht, dass das mit den Steuersätzen relativ wenig zusammenhängt. Damals hatten wir aber auch eine stärker steigende Gesamtnachfrage, weil die Löhne eben noch deutlicher gestiegen sind. Also diese Investitionsschwäche, die hängt auch damit zusammen, dass man in allen Industrieländern die Löhne nicht stark genug erhöht hat und dass man, ja, dass die Zentralbanken die Zinsen viel zu lange viel zu hoch gelassen haben. Also in Europa, da haben wir ja. Also aktuell macht die EZB das ja schon wieder. Wir hatten da ja glücklicherweise eine Nullzinsphase, sonst wären die letzten 10 Jahre noch viel schlimmer gelaufen. Also Hättest du die EZB hätte die Zinsen auch schon vorher wesentlich niedriger lassen die sollen. EZB dann in der Vergangenheit mit einem Negativzins fahren lassen? Hatte sie ja. Der Ja, Einlagezinssatz war aber negativ. wie weit wärst du ins Negative gegangen? Also was hättest du für richtig gehalten? Ja, wenn der so ein Tief ist, dann kannst du ja nicht mehr viel machen. Also viel tiefer als 0 oder Einlagezins minus 0,5 geht ja Okay. nicht mehr. Also das wäre ja ein bisschen unpraktikabel. Nee, also da hätten die Staaten tatsächlich mehr Geld ausgeben müssen. Man hätte diese Austeritätspolitik nicht machen müssen. Man hätte wesentlich höhere Schulden auf staatlicher Ebene machen müssen in der Zeit der Eurokrise. Dann, ja, also da hat die EZB wirklich alles getan, was sie konnte, aber viel zu spät. Die EZB hätte schon in der Finanzkrise die Zinsen sofort runter auf Null setzen müssen. Aber das hat sie erst viel zu zögerlich Ich gehe gemacht. davon aus, dass du den gehobenen Zins jetzt nicht für eine Maßnahme der Inflationsbekämpfung hältst. Ja. Ja, hältst du oder ja, hältst du nicht? Ich halte den für Ja, absolut aber falsch. du siehst ihn nicht als Maßnahme gegen die Inflation. Nein, die Inflation, die sinkt ja gerade sowieso. Also das war gar,
Das war ein einmaliger Preisschock, gegen den die EZB sowieso nichts machen kann. Also die EZB kann ja nicht die Russland-Sanktionen aufheben. Das stimmt. Ich würde übrigens mit dir eine Wette abschließen. Und zwar bis, was haben wir jetzt? 2023, 24, 25? Sagen wir fürs Gesamtjahr 2024 die Inflation wahrscheinlich, Nee, ich oder? würde sagen, bis 2027 haben wir zweistellige Inflationszahlen. Okay, da halte ich Okay. sofort dagegen. Um was wetten wir? Der Verlierer macht ein Video auf seinem Kanal, bei dem er dem anderen eine höhere Kompetenz in Sachen Währung zuweist. Deal? Ja, wie gesagt, ich sage einstellige Inflationsraten oder Deflation. Du sagst zweistellige Inflationsraten bis Bis 2027. 2027. 2027 soll ja dann der digitale Euro kommen. Dann kann niemand mehr aus der Währung flüchten. Ab dann ist es dann Geschichte, da ist es dann egal. Aber ich sage, bis 2027 haben wir einmal mindestens die 10 geknackt. Ich tippe eher auf 13. Also für ein Nee, nicht für ein Gesamtjahr. Gesamtjahr. Einmal Jetzt nicht in einmal einem. rein. Ich denke so für ja, ein halbes, ein Dreiviertel Jahr wird es ungefähr halten, ja. Muss dazu sagen, das kann natürlich immer passieren, dass wenn wir jetzt gegen China auch noch einen Wirtschaftskrieg starten, dass dann die Inflationsrate kurz hochspringt. Das kann natürlich immer passieren. Aber da Die wird würde ich er da, jetzt also oder nicht? Das musst du wissen. das für ein Gesamtjahr ja Oh nee, sagen. das kann ich Gesamtjahr nicht. kann ich auf jeden Dafür Fall nicht. ist das alles zu undurchsichtig geworden. Also, nee, das Gesamtjahr kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich nicht sagen. Wenn sie dann den digitalen Euro früher holen oder so, dann verliere ich das Ding. Nee, das traue ich mich nicht. Gesamtjahr traue ich mich nicht. Ja, schade, kommt die Wette nicht zustande. Ja, wie gesagt, es kann immer passieren, dass wir einen Wirtschaftskrieg gegen China beginnen, dass ja, irgendwelche Ölstaaten Krieg gegeneinander beginnen, also dass der Ölpreis explodiert. Also so ein kurzzeitiger Preisschock, das kann jederzeit passieren, das kann man nicht ausschließen. Aber dass wir langfristig hohe Inflationsraten haben, das kann ich, also bei der aktuellen Lohnentwicklung kann ich das Wir absolut werden ausschließen. Also da deutet aktuell nichts drauf hin, gar nichts. jetzt schwanken zwischen Deflation und Inflation. Man wird immer wieder gegensteuern und dann zur Ja. anderen Seite bis Deflation eher. ja, nach der Deflation Also wirklich ganz kommt die niedrige nächste hohe Inflationsraten. Inflation. Die, also ich, Ja, dafür spricht aktuell nichts. doch ich werde recht behalten. Da kommt es jetzt darauf an, ob deine Geldtheorie oder meine Geldtheorie stimmt. Das wird sich dann zeigen. Nein, nichts. Das ist keine Frage des Das ist eine Geldes. Frage der Geldtheorie. Nein, es ist eine Frage, wie steigen Das die ist deine Lohnkosten? Geldtheorie zur Inflation. Ich sehe das anders und ich sage dir, Deflation und Inflation werden sich jetzt abwechseln, weil das immer so ist, wenn eine Währung am Inflationskollaps ist. Und das Einzige, womit die EZB das heute aufhalten kann, ist der digitale Euro. Ansonsten schwankt das hin und her, bis es zu einer Seite umfällt und in der Regel entscheidet sich die Zentralbanken dazu, dass es in Richtung Inflation umfällt. Dann kommst du für gewöhnlich in eine Hyperinflation, was beim Euro nicht passieren würde, weil es zu viele Länder gibt, die vorher austreten und der Euro kollabiert dann auf diese Art und Weise. Das ist das normale Sterben, das wir bis jetzt bei jeder Fiat-Währung beobachten konnten und was auch beim Euro passiert. Wie gesagt, die einzige Hoffnung ist, der Euro stirbt, bevor der digitale Euro kommt. Wenn der digitale Euro kommt, kann die EZB das einfangen, weil sie dir einfach ein tägliches Geld zuteilen kann. Aber ich gehe davon aus, dass er noch vor dem digitalen Euro umfällt, wenn der sich tatsächlich bis 2027 hinzieht. Nein, 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 nein. Wir haben extrem schwaches Lohnwachstum und deswegen sieht es nicht so aus, als ob hohe Inflation kommt. Und ja, der Euro kann auseinanderbrechen, aber das kann auch bei, also wenn Deflation kommt, dann ist es sogar wahrscheinlicher, dass er auseinanderbricht, weil dann diese bei einer schrumpfenden Wirtschaft, bei sinkendem Preisniveau, diese Leistungsbilanzungleichgewichte, die wir jetzt haben, sich sogar noch schneller verstärken können, als das gerade passiert. Wir erleben jetzt gerade, dass sich neue Krisen in Osteuropa aufbauen, also dass da Länder wie beispielsweise Bulgarien, die ihre Währung an den Euro gekoppelt haben, dass die an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und da bauen sich neue Krisen auf. Definitiv, der Euro kann auseinanderbrechen. Da würde ich auch keinesfalls darauf wetten, dass er jetzt noch 10 Jahre hält. Also da würde ich keinesfalls eine Ja, doch, Wette drauf die 10 Jahre macht er, wenn abschließen. er den digitalen Euro erreicht. Obwohl, dann könnte man auch, wie beim Dollar sagen, ist jetzt eine neue Währung. Das ist dann wieder was anderes. Man kann es nicht Nee, man kann es prognostizieren. nicht wirklich prognostizieren, aber ich orientiere mich gerne an der Geschichte. Und wenn ich da sehe, ja, Inflation ist ja aufblähen. Ja, und wenn in anderen Fiat-Währungssystemen die Geldmenge zu sehr aufgebläht wurde, dann haben die Banken immer versucht, entgegenzuwirken mit höheren Zinssätzen gegen die Inflation. Dann hattest du eine Deflation, dann sind die Zinsen wieder runter, dann gehst du wieder in die Inflation. Dazu kommt ein sehr, sehr wahrscheinliches, eigentlich ein nicht auszuschließendes Bankensterben. Und wirst das mitbekommen haben, Federal Reserve hat
Anfang letzten Jahres, glaube ich, gesagt, es gibt eine Liste mit 700x Banken, die alle kein Kapital mehr da haben, ähnlich der Silicon Valley Bank. Wenn diese Liste rauskommt und die Sparer nehmen ihr Geld daraus, dann wird das ein Bankensterben, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich meine, in Österreich wäre jetzt eine gefallen, das wollte ich gerade mal nachschauen, habe es jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Wenn die Banken sterben, dann würden wieder 8 Billionen gedruckt und dann war es das wieder. Dann geht die Inflation wieder hoch bis zum Gärtner und deshalb sage ich ja, die zweistellige Inflationsrate kommt. Das ist meine Theorie. Wie gesagt, halte ich für extrem unwahrscheinlich. Also die Theorie ist falsch, aber es kann passieren, dass ein Rohstoffpreisschock kommt. Dann kann die Inflationsrate kurzzeitig zweistellig werden. Die sinkt dann sofort wieder, da wir halt keine Lohnentwicklung haben, die Richtung Inflation deutet. Aktuell deutet es auch noch nicht Richtung Deflation. Also aktuell die Löhne steigen relativ moderat, außer vielleicht in einigen osteuropäischen Ländern, da drohen neue Krisen. Aber dieses, ja, dass wir eine extrem hohe, dauerhafte Inflation bekommen, das ist absolut unwahrscheinlich. Und auch, dass der Euro deswegen kollabiert, auch unwahrscheinlich, der Euro kollabiert, wenn eher wegen Ungleichgewichten zwischen den verschiedenen Ländern. Wir werden sehen, wer recht behält. Hast du sonst noch was wir in Sachen Steuern besprechen können? Wir sind jetzt mehrfach vom Thema ordentlich abgekommen und irgendwie doch in die Währung reingerutscht. Konjunkturpolitik, da bist du ja gar nicht drauf eingegangen. Also inwieweit meinst du, dass ein Staat Defizite machen muss, wenn die Unternehmen sparen? Ja, ich bin ja der Meinung, es sollte gar keinen Staat geben, aber in einer wertgedeckten Währung halte ich das auch für ausgeschlossen. Ja, das ist halt, du meinst dann, das wäre dann wieder der Plan des Staates, um irgendwo gegenzulenken. Und in der Regel, wenn Staatseingriffe versuchen, irgendwo gegenzulenken, erzeugen sie an anderer Stelle ein neues Problem. Deshalb bin ich immer dafür, dass der Staat sich da raushält. Ich habe da kein Konjunkturprogramm, was man da ansetzen sollte, außer den Staat überall rauszuziehen, wo es geht. Ja, aber wenn jetzt die anderen Sektoren alle versuchen zu sparen, sagen wir, du hast auch einen perfekt funktionierenden Wechselkurs, sodass du keinen Leistungsbilanzüberschuss oder Defizit hast. Wenn jetzt Unternehmen und Privathaushalte sparen wollen, dann schrumpft doch die Wirtschaft extrem stark, wenn der Staat das dann nicht ausgleicht. Nee, habe ich ehrlich gesagt keine Meinung zu. Da müsste ich mich nochmal mit befassen, um mir da eine goldene Meinung zu bilden, die ich hier vertreten könnte. Muss ich passen. Ja. Okay. Ja, das ist eigentlich die Frage, die ich immer an Leute habe, die sagen, okay, also du sagst, der Staat soll komplett abgeschafft werden, aber auch die nur sagen, ich will dauerhaft eine schwarze Null, ganz egal, was der Rest der Wirtschaft macht. Da gibt es ja auch viele, die das sagen. Und da auf die Frage würde ich unbedingt von mir mal gerne eine Antwort haben. Ja, das ist, ich werde mich damit beschäftigen, dann gebe ich dir die Antwort gerne mal. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Stand heute habe ich da keine belastbare Meinung zu und ich denke mir immer, man sollte lieber nichts sagen, wenn man keine vernünftige Analyse dazu getan hat, weil sonst blamiert man sich im Endeffekt nur, was dann ja auch das Ergebnis dieser Frage gewesen wäre. Das, ja, haben wir sonst noch was? Nee. Nee. Dann würde ich sagen, werde ich Kevin mal auf deinen Jan hieß er, schicken. Dann können wir eventuell eine Währungsdebatte führen, gerne dann auch bei euch auf den Kanälen, damit das ein bisschen ausgeglichen ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns öfter mal unterhalten. Ich fand das sehr spannend, weil man selten mit Menschen spricht, die so tief in dem Thema drin sind. Ich komme ja aus konservativen Kreisen und die haben in der Regel eher einen Schwerpunkt auf Sozialpolitisches und weniger auf oder auf Gesellschaftspolitisches, weniger auf Wirtschaftspolitisches. Deshalb fand ich das sehr spannend. Ich bedanke mich, dass du da warst. Und wir sind sehr freundlich miteinander geblieben, was mich auch freut. Und ich bedanke mich natürlich bei Zeller dafür, dass er diesen Kontakt klargemacht hat. Und hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, absolut. Das ist bei so Wirtschaftsdebatten auch allgemein so, dass man da sich eher nicht so angeht, als bei dieser Gesellschaftspolitik, wo so sehr stark moralisiert wird. Das stimmt. Obwohl natürlich die Wirtschaftsdebatten auch immer heißer werden, was mich sehr freut, weil das Thema jetzt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit kommt, als es vorher der Fall war. Also immer mehr Leute interessieren sich dafür, immer mehr Leute beschäftigen sich mit Währung, mit Investitionen, mit Alternativen. Die Deutschen hatten ja ihr Vermögen über lange Zeit hauptsächlich in Immobilien. Da haben wir jetzt ja durch dieses geniale Heizungsgesetz einen Verlust von offiziell 9%, meine ich. Vollkommen irrsinnig, wo auch wieder viel, viel Sparvermögen vernichtet wurde. Oder hast du da auch... Was? Jetzt schon? Ja, jetzt die schon. Letzte, das war zweites Quartal oder... Ja, oder...
Das ist eigentlich noch nicht das Heizungsgesetz, was du da in den Statistiken siehst. Das sind die Zinserhöhungen der EZB, Die, die da allein die, gerade allein die reinhauen. Ankündigung hat, glaube ich, schon mit Nein, reingespielt. Aber nein. das ist noch nicht das volle Ausmaß, da sind wir uns einig. Das sind die Zinserhöhungen der EZB, das kannst du statistisch relativ gut sehen. Also zuerst sind die Hausverkäufe runtergegangen und jetzt beginnen die Preise relativ stark zu Stimmt, die sinken. Zinserhöhung ist auch mit drin, ne? Das. Ja. Ja, vielleicht sogar mehr als das Heizungsgesetz. Punkt für dich. Gut. Dann verabschieden wir uns. Dann Ja, bis bis zum zum nächsten nächsten Mal, Mal. ja.